Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar Lara. Hi, ich bin Lara, 20 Jahre alt und kenne Felix schon seit der 5. Klasse. Genau, wir kennen uns schon seit der 5. Klasse und wir nehmen gleich auch noch eine Podcast-Folge auf. Ich habe einen Podcast auf Spotify. Für alle Leute, die es noch nicht wissen, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort erfahrt ihr mehr dazu. Was machen wir heute? Wir haben ja neulich schon im Livestream Saatgut Highlights für die neue Saison bestellt. Ihr habt aber noch nicht mein komplettes Sortiment gesehen mit den richtigen Highlights und die stehen hier. Und da wird Lara uns jetzt ein paar Vorhersagen treffen, was in dieser Saison gut klappt. Und wir werden da mal auf ein paar Highlights eingehen und ich würde sagen, sucht ihr mal einfach das erste aus vom Saatgutregal. Wir blenden euch dann immer Aufnahmen ein von dem Saatgut, was wir euch vorstellen, worüber wir reden. Und ich würde sagen, los geht's. Vielleicht sollte man noch kurz dazu sagen, dass meine Gartenkenntnisse sehr beschränkt sind und eventuell ein paar Fragen gestellt werden können, die für den einen oder anderen vielleicht sinnvoll sind, für mich aber nicht. Genau, das sollten wir dazu sagen. Genau. So, dann fange ich mal an. Das war das Erste, was mir hier ins Auge gestochen ist, die Zitronengurken. Felix, ich kenne Zitronen, ich kenne Gurken, was sind Zitronengurken? Genau, muss man selber einmal, wir haben hier die Zitronengurken von Sperli, die Sorte Lemon, vielleicht kennt ihr die sogar schon, vielleicht hattet ihr auch schon mal Zitronengurken. Ich hatte die dieses Jahr schon bei mir im Garten und das ist jetzt eine fruchtige Sorte und zwar sind Zitronengurken eigentlich Gurken, aber sie sehen halt, weil sie gelb sind und die Form so rund haben, sehen sie halt aus wie Zitronen. Und deswegen ist diese Gurkenart, diese kleine Snack-Gurke, quasi dann als Zitronengurke betitelt worden. Aber die schmeckt wie eine normale Gurke? Das ist ein bisschen schwierig. Manche sagen, die Schale ist super hart und innen drin schmeckt es eigentlich wie eine Gurke. Aber da könnt ihr vielleicht auch einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr so Zitronengurken vom Geschmack findet. Helft Lara da gerne mal weiter. Und wie groß werden die? So ungefähr wie ein Tennisball kann man das eigentlich, glaube ich, also jetzt nicht so, okay. Also so groß wie eine Zitrone ist von innen eine Gurke. Genau. Okay. Gut zusammengefasst. Ja, finde ich auch. So, was habe ich hier denn noch? Wassermelonen. Genau, da habe ich fast gewusst, dass das kommt. Liebe Wassermelonen. Wenn ich hier in Deutschland eine Wassermelone anbauen möchte, erstens, funktioniert das? Zweitens, wie mache ich das? Ja, also das hier ist ja eher so eine Mini-Gurke, sag ich mal, ne? Also nicht Mini-Gurke. Mini-Wassermelone. Das ist die Red Star. Okay, die wird bis zu 6 Kilo. Schätzt man jetzt erstmal, dass es dann so ein Riesending wird. Aber bei mir oder auch bei uns in Deutschland werden das dann eher so kleine, ich sag mal so, weiß ich, wie kann man das vergleichen? Nicht mal so groß wie ein Fußball. Ja. Auf jeden Fall. Die werden deutlich süßer, als wenn du die im Supermarkt bekommst. Die werden deutlich süßer, kleiner, ein bisschen fruchtiger. So war es zumindest bei mir immer. Aber du solltest echt darauf achten, dass man die quasi nicht nur im Freiland unbedingt anbaut, sondern vielleicht im Gewächshaus, im Hochbeet. Ja, und in vielen anderen Sachen. Bei mir hat es auch im Freiland geklappt, aber dann hast du vielleicht ein oder zwei dran. Ich baue ja bei uns im Altenheim, haben wir eine Dachterrasse und da haben wir auch ein bisschen Gemüse angebaut und da haben wir eigentlich fast gar nichts an den Melonen gemacht und da waren super viele dran. Das lag einfach, weil es da super warm war. Die Sonne hat da die ganze Zeit drauf geschienen und das sind eigentlich so die optimalen Bedingungen dann dafür. Okay. Gut, nächste. Warte, oder ich kann dir mal was zeigen. Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Was sagst du denn dazu? Paprika. Ja, und der? Von dir empfohlen. Genau, das ist meine eigene Saatguttüte. Wir haben hier gerade die Paprika Kira. Vielleicht kennt ihr die schon? Lara kennt sie auf jeden Fall scheinbar noch nicht. Hast du die schon mal gesehen? Nee. Okay, im November habe ich da eine limitierte Auflage bekommen bei der Firma Kidencare von 3000 Stück. Wir waren auch vor Ort, wo die produziert wurde. Das hat wegen, du weißt schon warum, ein bisschen länger gedauert, weil gerade die aktuelle Situation das nicht so immer zugelassen hat. Aber dann konnten wir nach langen Auswahlkriterien und alles, Besprechungen und sowas, konnten wir dann die Paprika Kira mit meinem Gesicht drauf veröffentlichen. Und die gibt es jetzt limitiert 3000 Stück, nirgendwo zu kaufen, sondern nur bei den Kanälen von Kidencare und bei mir zu gewinnen. Ja. Oder halt bei Freunden zu verschenken.
Und da kannst du dir gleich, wenn du möchtest, auf jeden Fall eine mitnehmen. Oh, ja. Danke schön. Nett von mir. Aber auch nur manchmal. Oh, wie. Oh. So, das nächste. Pak Choi. Was ist das? Genau, Pak Choi wird auch Asiakohl, Senfkohl genannt. Vielleicht hast du schon mal in einer Werbung gesehen, gibt es einen Werbespot drüber. Ich sag mal, so ein Hersteller für Fertigtüten, so für Fertiggerichte, hat irgendwann mal gesagt, jetzt kannst du dir die asiatische Küche auch mit Pak Choi und anderen tollen Gerichten bei uns in die Küche holen. Ja. Und dadurch ist Pak Choi auch so ein bisschen, sag ich mal, beliebter geworden. Ja. Kannst du super so, als ich sag mal, Laub in der Pfanne, kannst du es einfach so ein bisschen andünsten. Und wächst auch sehr gut, aber du solltest erst in der zweiten Jahreshälfte machen, weil es mitten im Sommer zu hart werden kann von der Temperatur und dann schießen die. Also ja. Wenn du die im Mai pflanzt und die wachsen dann bei voller Hitze, dann ist es so, dass die sehr schnell schießen können. Das heißt, sie bilden Blüten und Saatgut und nicht so hier ganz viele Stiele oder zumindest nicht so in der Art. Und ja, gibt es doch noch was zu sagen zu Pak Choi? Brauchst du mich nicht fragen? Er ist ein kalorienarmes, ballaststoffreiches Gemüse aus Asien. Wird Senfkohl. Das hast du gut abgelesen. Genau. Wird auch Senfkohl oder Asiakohl genannt und ist auf jeden Fall ein Highlight. Hast du gut rausgesucht. Ja. Felix, was würdest du denn sagen? Was könnte man jetzt zeitnah schon anbauen? Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Frage, die die Zuschauer interessiert. Ich fange jetzt an mit der Anzucht im Keller bei uns. Ja. Mit ja, Chilis, Gemüse, Zwiebeln und Erdbeeren. Also von den Sachen, die hier hängen, sind ja. Chili, Erdbeeren, Gemüse, Zwiebeln und vielleicht Porree und Lauchzwiebeln. Ja, wo siehst du denn Chilis? Chilis, die sind unter den Paprikas. Und wir können an dieser Stelle vielleicht mal unterbrechen. Ich habe nämlich ganz viel Saatgut von Zuschauern bekommen, das habe ich noch gar nicht ausgepackt. Nur mal eben was. Also ich habe es natürlich schon ausgepackt, ich habe auch die Adressen von den Zuschauern weggeschnitten in dem Briefumschlag. Ich habe hier zum Beispiel vom Tomatengärtner, nee, so heißt er gar nicht, das ist ja der Timo, vom Tomatenflüsterer, genau, so habe ich Tomatensorten zugeschickt bekommen. Ich glaube 7 Tomatensorten von Freiland, aber auch diese 4 Sachen. Und zwar sind das einmal die Count Dracula, ist eine Chili. 5.000 bis 30.000 Scoville heißt Schärfegrad 5 bis 6. Ja. Es gibt 10 Schärfegrade. Dann gibt es die San Felipe. 5.000 bis 10.000 Scoville, Schärfegrad 6, Herkunft Chile. Mhm. Dann gibt es hier eine sehr, sehr lange Paprika, und zwar die Spiral. Die kommt aus Ungarn, hat aber keine Schärfe, Schärfegrad 0. Mhm. Und genauso die Karamell gibt es auch als Schoko-Paprika oder Sweet Chocolate, heißt die auch zum Beispiel von einem anderen Hersteller. Mhm. Und das ist so eine braune Blockpaprika, also so eine, sag mal, normale Supermarktpaprika halt in braun, ja, oder so einem dunklen. Kann man sehr schönes Chili-Pulver rausmachen, steht glaube ich auch da unten. Mhm. Ich hole es mal eben ins Bild. Niklas und ich haben nämlich vor einigen Tagen Chili-Pulver beendet, die Aktion Chili-Pulver. Das so, kannst du euch aufmachen. Und da ist zum Beispiel auch diese Paprikasorte mit dabei. Gut. Ja. Also wir haben da ganz viele Chili-Pulvers, kann ich dir nachher auch noch mehr zeigen. Euch Zuschauern werde ich es auf jeden Fall auch in der kommenden Zeit noch mal ein bisschen zeigen. Genau, da sind, können wir noch ganz kurz drauf eingehen. Weitere Chili-Sorten drin und auch Tomaten. Von der Eifel-Tomate hatte ich in diesem Jahr, also von der Nadja, schon die Sorte Blue Ananas und die Sunrise Bumblebee. Das ist einmal so eine große schwarze Fleischtomate mit Orange und dann einmal so eine überwiegend Orange mit roten Streifen, so eine kleine Cherry-Tomate. Ja. Und noch weitere Sorten. Danke, Nadja, auf jeden Fall an dieser Stelle. Dann hat mir der Davis und die Kerstin noch weitere Sachen geschickt. Der Davis hat mir, glaube ich, 2 Chili-Sorten. Genau, ganz cool gefaltet eigentlich. Das sind 2 Chili-Sorten vom Davis. Und die Kerstin, die hat mir gleich einen riesenlangen Brief geschickt mit ganz viel Chili-Sorten dazu und damit geht's dann halt los. Und du hast ja gerade noch gefragt, was im Januar dann jetzt so anfängt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Also die 3 Sachen, die ich dir gesagt habe, ja, was auf jeden Fall dazu kommt. Ich habe ein paar Exoten bestellt. Palmen, Baumwolle
Und irgendwas war noch dabei, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall seht ihr bald dann auch schon Aushard-Videos hier und vielleicht ist Lara ja auch in einem Aushard-Video dabei. Dann schreibt einfach mal einen Kommentar hier drunter, Aushard-Video mit Lara und wie viele Likes machst du das? 200. Zwar, oh. Okay, 200 Likes auf diesem Video, Leute, und Lara ist in einem Aushard-Video dabei. Was bevorzugst du? Palm. Palm, okay. Also 200 mal liken, Freunde. Lara möchte ein Palm-Aushard-Video. Was gefällt dir denn noch so auf diesem Saatgutregal? Was mir noch aufgefallen sind, ist hier diese bunten Mangold. Ja, Blätter, genau. Sträucher, sagt man dazu? Normalerweise kennt man den ja nur so in der weißen Form. Da Ja. sieht er ja so ein bisschen aus wie Pak Choi, was wir gerade hatten. Ja. Das ist halt so eine, sag ich mal, Top-Mischung. Die kannst du auch besser in der zweiten Saisonhälfte machen, weil die dann so ein bisschen weicher oder ich sag mal butteriger, wenn man das so sagen kann, werden. Ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist. Sind die einfach so ein bisschen weicher, wachsen besser. Die kannst du aber auch im Gewächshaus anbauen. Dann kannst du sie wahrscheinlich auch super im März rauspflanzen. Hochbeet ist auch abgebildet, kannst du auch machen. Und das ist halt einfach so eine Top-Mischung mit verschiedenen Sorten. Und die sind dann so zusammen, sag ich mal, so ein bisschen dekorativ. Das gleiche gibt es auch bei den Paprikas und bei den Radieschen. Bei den Paprikas heißt die Sorte Blocky Mix. Da sind zum Beispiel gelbe, lilane, orange, grüne und rote Paprikas drin. Das heißt, du weißt vorher nicht, bis zur Lilane Ernte. Paprika. Ja, Okay. vielleicht kannst du einmal. Ist das hier Genau, auch so Mangold haben wir viel? eigentlich durch. Das ist hier. Ich guck mal eben, wo wir die haben. Wahrscheinlich ganz unten. Ja, sicher. Ach, da. Guck dir die schon mal an. Ich hole mal eben die Radieschen dazu. Also rot, gelb, orange und grün kennt man ja, aber Lila habe ich echt noch nie gesehen. Jetzt finde ich natürlich die Sorte nicht, aber hier ist die von Sperli. Da siehst du es, die gibt es halt auch. Da sind jetzt nur weiße, gelbe und so lilane drin. Die gibt es dann natürlich auch mit den roten, standardmäßigen. Und das ist dann die Paprika hier. Ja. Also in 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 verschiedenen Farben. Ja. Und da weißt du halt bis zur Ernte bei beiden Sachen nicht, wie die Farben genau aussehen werden. Siehst du erst, wenn die ausreifen. Oh, da kommt jetzt eine orange Paprika. Oder so. Okay, da haben wir ja gleich zwei Sachen. Ja, willst du noch was? Ja, zwei Sachen können wir, glaube ich, noch machen. Dann suche ich mal Kakteen raus. Also Kakteen, da denke ich immer gleich an perfekte Zimmerpflanze, weil ich die nie gießen muss. Genau, im Hintergrund siehst du ja auch drei Stück. Die Ja. sind jetzt nicht aus der Mischung, aber tatsächlich habe ich nicht nur Gemüse, sondern auch Kakteen jetzt mal in den Warenkorb gepackt. Denn ich wollte es einfach mal ausprobieren, wenn es nachher zum Herbst geht. Wird draußen weniger los oder schon ab späten Sommer säst du eigentlich nicht mehr so viel aus wie Anfang der Saison. Und dann habe ich auf jeden Fall Platz und Lust, mal diese Mini-Kakteen sind es genau zu testen. Aber die tust du nicht in den Garten, die tust du in den Nee, Topf, genau. ne? Die werde ich wahrscheinlich auch hier im Haus vorziehen und dann Ja. wahrscheinlich auch hier irgendwo im Zimmer als Deko, ja, hinsetzen. Ja, gut. Gut, wenn du noch irgendwie Highlights siehst, also ich sehe da ganz viele Highlights natürlich, Ja, das sowieso. aber zum Beispiel die runden Möhren sind ein echtes Highlight oder auch die Stimmt, ja. kompletteren oberen zwei Reihen sind eigentlich Highlights. Also, achso. Jetzt nehme ich die auch noch dazu. Also, runde Möhren habe ich noch nie gesehen und lilane auch ehrlich gesagt nicht. Ja, also wir haben. Ich nehme mal erst diese, das sind ganz normale Möhren, wie man sie kennt. Allerdings nicht in Orange, sondern außen in Rot. Also du siehst es hier in der Mitte, da sind die aufgeschnitten. In der Mitte werden die orange und außen haben die so eine rote Hülle. Ist Ja. eigentlich ganz cool. Und das ist auch eine sehr coole Züchtung. Und zwar Pariser Markt 5. Sieht aus wie Radieschen, sind aber so kleine Möhren. Ziemlich cool. Snackmöhren, dann kannst du die so
in die Pfanne hauen, wie so Kartoffeln und so dazu. Da kannst du dir ganz coole Sachen machen und die sind auch sehr gefriergeeignet. Also, das ist eine tolle Sorte. Kann ich euch empfehlen. Pariser die Markt 5. Echt süß aus. Unbedingt mal testen, ja. Ja, und du, sag mal, wenn du so nur snacken willst, so eine, ja im so Garten, kleine, dann ja. hast du so eine kleine da und nicht so eine. Das ist eine riesen Möhre, oder wenn du schon mal probieren willst und die noch nicht alle ausgereift sind, dann brauchst du nicht so eine, die noch lang wird, rausziehen, dann testest du die, weil die sind deutlich schneller und geht halt auch fürs Freiland, ist eine frühe Sorte. So. Such dir mal das letzte Highlight aus und dann gehen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf das Ganze durch, weil ich glaube, das Video wird sonst 2,5 Stunden, wenn wir alles gemeinsam hier einmal durchgehen. Such dir einfach noch. Ich nehme mal die komplette Portion von Zucchinis, wenn das okay Spannend, ist. Spannend, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass du es nimmst. Warte mal, die sehen aber viel cooler aus. Ja. Und die sind. Also rechts habe ich, ich hab schon ein bisschen vorsortiert. Rechts sind die gelben Zucchinis, ja. In der Mitte, das sind die ganz normalen grünen Zucchinis. Und links, das gelben sind noch so spezielle grüne Musterung. Also gelbe Zucchini ist, denke ich, auch mal klar. Ja, aber die sehen so besonders Sunburst, aus. Sunburst, ja, das soll wahrscheinlich so ein bisschen so ein UFO oder sowas, kann ich mir vorstellen, darstellen. Oder eine Sonne. Wegen oh. Sun. Sunburst. Okay, das bleibt eine Diskussion. ich weiß es nicht genau, sieht so eher so wahrscheinlich aus, wenn jemand, der sich nicht mit dem Gärtnern auskennt, oder vielleicht auch ich würde im ersten Moment denken, es ist ein Zierkürbis, der da in so eine Mischung reinpasst. Aber es ist tatsächlich eine Zucchini. Ich hatte es, muss ich ehrlich sagen, noch nie im Garten. So ein Helikopter-Ding, so ein Hut oder was auch immer das ist. Sonne. Eine absolute Highlight-Sorte ist die Striato d'Italia. Aha. Und zwar, weil die so ein bisschen schraffiert ist. Wir haben ja beim Tierheim, verkaufen wir unser Gemüse für den guten Zweck. Mhm. Wir haben da ja unseren Gemüsestand. Mhm. Und wir haben da gleichzeitig die ganz normalen Grünen, die Sorte Diamant hingelegt und die Gestreiften. Und die Gestreiften einfach vom Auge. Nehmen die Leute die viel, viel häufiger mit, ja. Weil es einfach noch so ein bisschen was Ungewöhnlicheres ist. Mhm. Kannst du auch so lange von ernten. Und ja, das waren eigentlich die Highlights. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt nochmal zum Ende dieses Videos. In den letzten 2 Minuten werden es wahrscheinlich nochmal den Saatgutstand genau an und stellen die Kamera da mal genau drauf und dann gehen wir alle Sachen nochmal eben im Schnelldurchlauf durch. Okay, jetzt gibt's von uns noch schnell vorgelesen die Highlights von links nach rechts. Also, wir fangen oben an mit Zitronengurke, habt ihr gerade schon gesehen. Dann den Stangensellerie und die 3 verschiedenen Zucchini-Sorten in grün, grün gestreift und gelb. Die Reihe darunter ist Erdbeeren, Buntzwiebeln, mexikanische Minigurken, Birnenmelonen und Andenbeeren. Ja, dann geht's weiter in der nächsten Reihe. Einmal mit Zuckermelonen und Wassermelonen. Die habe ich so ein bisschen sortiert auf dem Saatgutständer. Und dann haben wir einmal Zierkürbisse, Hokkaido-Kürbisse und Butternut- bzw. Spaghetti-Kürbisse. Die Reihe darunter sind Biogurken, Paprika, Kohlrabi, Blumenkohl und Grünkohl. Dann folgt der Chinakohl, Pak Choi, Brokkoli, Rosenkohl und Weißkohl. Ja, darunter haben wir dann die Möhren in ganz verschiedenen Farben. Wir haben den Rettich, dann haben wir ganz viele verschiedene Radieschen. Ungefähr 10 Tomatensorten sind von Kiepenkerl und Sperli auf dem Regal dabei. Und dann haben wir rechts Zuckermais und Popcornmais. Dann haben wir Katzengras, verschiedene Salate, Zuckererbsen und Knackerbsen, verschiedene Bohnen und Spinat. Ja, unten zum Schluss dann noch Meerschweinchenwiese. Das ist mit dem Katzengras, Vogelgras und Vogelmöhre eigentlich für meine Wellensittiche und die Tiere beim Tierheim. Dann kommt noch Mangold in den Bright Lights, also in den verschiedenen Farben. Und auch noch weißer und roter Mangold. Wir haben verschiedene Kakteen, einmal Mini-Kakteen und einmal normale Kakteen. Dann seht ihr da unten rechts, das zweite von rechts ist Haferwurz und rechts sind alle Kräuter. Die werden wir dann in unserem alten Gewächshaus wahrscheinlich hier bei uns machen, zu Hause bei mir. Und ja, das war es eigentlich vom gesamten Saatgutregal. Gehen wir noch ein Stück auf den Boden, ich zeige euch das Ganze nochmal. Da haben wir jetzt ja, verschiedene Blumen, Kapuzinerkresse, Blumenmischung,
Sonnenblumen und da ist alles das, was mit Blumen zu tun hat. Ja, Leute, das war's jetzt von Lara und mir. Ihr habt hier hoffentlich noch mal ein paar Saatgut-Highlights gesehen und wisst jetzt auch, was meine Projekte für die kommende Saison sind. Schaut in der Videobeschreibung vorbei, dort ist auch mein Partner Kietenkerl verlinkt. Dort bekommt ihr dieses ganze sexy Saatgut. Hat es dir gefallen, in einem meiner Videos zu sein? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder. Bei 200 Likes. Ja, genau. Bei 200 Likes gibt es ein Anzuchtvideo mit Lara. Im Garten wäre bestimmt auch mal ganz lustig, wenn wir dich fräsen lassen. Das hatte ich ja erst vorgeschlagen und Lara wusste gar nicht, was Fräsen ist. Nee. Weißt du es mittlerweile? Nee. Das ist so ähnlich wie Pflügen, ja. Halt nur mit Durcheinander wirbeln und so. Und okay. Das ist so eine Maschine, die leihen wir uns immer hier bei so einem Meatshop, ja. In der Nähe vom Tierheim. Und das wäre, glaube ich, auch ganz lustig, das weil das Ding ja hat sehr PS gerne und das mal machen. Voll. Genau, dann machen wir einfach 202 Likes und dann macht Lara beides. Okay, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lara und ich haben gerade auch schon eine Podcast-Folge gedreht und die findet ihr jetzt schon auf Spotify. Und zwar heißt mein Podcast Biologisch. Was ein Zufall. Und den Podcast findet ihr einfach, wenn ihr Biologisch oder Felix Hobbygarten eingibt. Schaut auf ein Bild mit einer Frau mit der Sonnenblume in der Hand. Das ist das Logo vom Podcast und dann seid ihr richtig. Ihr findet den auch aber in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.